Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Sparta. Das letzte Mal ist bei mir schon etwas länger her. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwelche Probleme mit dem Save Game. Nicht mit dem Save Game, sondern mit dem Aufnehmen vom. Mit diesem Aufnahmeprogramm. Ich weiß nicht, ich bin einfach zu unfähig für all das. Ja, außerdem sind wir echt grantig, weil der idiotische Amerikaner hier eine Stadt hergebaut hat. In Wirklichkeit sollten wir ihn zukaufen. Wir sollten da echt einfach alles Land rundherum kaufen. Argos sollte da bis rüber, bis zu dem Berg kaufen. Da sollten wir auch raufkaufen einfach. Und ihn verhungern lassen. Ah, ich hasse ihn. Na okay, wir mussten, das haben wir das letzte Mal nicht mehr gemacht. Ja, da sind wir ganz vorne, also gehen wir zu den oberen zwei mit dem, jetzt können wir Naturgeschichte nehmen, da könnte man nämlich Archäologen ausbilden. Das ist gut, das machen wir, Naturgeschichte ist super, es dauert also nur 4 Runden. Archäologen sind supi. Wir haben außerdem ein Museum für Archäologen. Schon. Das Museum allein ist schon ganz gut, aber Ausstellungsstücke sind noch besser. Ja, also wie schon gesagt, die Allianz mit dem Roosevelt werden wir nicht weitermachen. Der kann nicht mehr haben. Vielleicht schaffen wir es den Bojo oder den Montezuma zum Alliieren zu bringen. Schon sehr nervig. Erst nun formt er den Schild, den ungeheuren und starken. Drauf zwei Städte auch schuf er. Auf dem Schild? Okay. Wir können jetzt Bombarden bauen. Ab jetzt wird der Angriff auf Städte immer leichter, wenn unsere Artillerieeinheiten einfach immer besser werden. Den könnte ich, glaube ich, eh schon aufrüsten. Nicht wahr? Ah, das sehe ich jetzt hier nicht. Wir kriegen einen Flankierungsbonus, aber er kriegt einen plus 10 gegen Kavallerieeinheiten. Das ist sehr ärgerlich. Aber was soll's. Auf ihn mit Gebrüll. Ich will nicht, dass man der zu stark die Leute auseinander nimmt. So, Steinbruch. Den Gips abzubauen. Bauen wir hier tatsächlich vielleicht wirklich ein. Ich weiß schon, was ich machen wollte. Das war ein Blödsinn. Ich wollte das Ding fällen. Na, ist wurscht. So, was? Wir können einen Guru kaufen, wollen wir nicht. Da ist ein Guru, der sowieso nichts Besseres zu tun hat als nichts tun. So, was ist mit dir? Wo bist du? Ah ja, du bist da und schaust dir die Gegend an. Schauen wir mal, wie Osaka ausschaut, die Gegend. Dies gibt das Gleiche. Du kannst da jetzt auf den Fluss gehen. Oder auf den See eigentlich in dem Fall. So. So. Da ist man nicht ganz vorne. Aber fast. Wissenschaftstheorie nehmen. Industrialisierung wäre auch schön. Da brauchen wir 3 Werkstätten. Wenn wir 3 Werkstätten schaffen, haben wir überhaupt so viele Industriegebiete? Na, 2 Bombarden, bis wir die haben. Brauchen wir Belagerungstaktiken mal. Renaissance-Mauern können wir ja jetzt mittlerweile mit Glauben, glaube ich, kaufen. Wenn wir einen Stadtstaat, einen speziellen in unserem Diensten haben. Was ist? Achso. Ja. Achso. Wir warten, bis sich die bewegen. Mach ja weiter, Computer. Mach ja weiter. Okay.
her. Und was da hier? Was haben wir denn da alles? So hübsch. Mhm. Das sind Perlen. Das ist, glaube ich, Dings. Das ist, glaube ich, ein Luxusgut. Ja. Das können wir mal abbauen. Den Flanking Bonus. Der hat nur noch ein Ding zum. Nur noch eine. Fähigkeit. Das heißt, er sollte das jetzt so machen. Wir wollen das ja roten, damit wir nachher dann unsere Akropolis dorthin stellen können. Okay. Mehr Wohnraum, mehr Nahrung. Ojo, wie wär's mit Freundschaft? Ich sehe in euch den Frieden und die Gelassenheit eines Kriegers und schätze eure Freundschaft sehr auf Ursinn. Finde ich gut. Was hältst du eigentlich von meiner Allianz? Dich mag ich echt. So, dann könnten wir Gips geben für einen Elefanten. Okay, dann halt nicht. Warte mal. Wie schon gesagt, Allianz, was hältst du davon? Oh ja, mach mal. Und tschüssi. Sehr gut. Wenn die Allianz mit Roosevelt ausläuft. Schaut schön aus, Pergamon. Schaut schön aus. Was wollte ich hier machen? Ah, hier haben wir schon die Akropolis gebaut. Yes. Yes. Was brauchen wir als nächstes? Handwerker. Auch noch die Handwerkerfähigkeit. Ah, nein, warte mal, wo war das? Wie sehe ich das? Ah, da, die Regierung, gell? Nein, haben wir nicht. Aber wir könnten sie natürlich in zwei Runden einfügen. Hm. Spion aus, was können wir zurzeit auch nicht bauen, oder? Nein. Schaut zumindest nicht so aus. Wir könnten eine Bombarde mal bauen. Aber gerade da, wo es 3 Jahre braucht, vielleicht sollte man da irgendwas Sinnvolles zuerst bauen. So, wir haben hier Akropolis und Dings. Wir könnten da auch noch ein Zentrum herbauen. Handelszentrum oder Industriezentrum. Wir sind eh so modig. Und da ist eine Mine gleich daneben. Was daher machen. Genau, machen wir das dann. Schaut gut aus. 37 Züge. Nur eine halbe Ewigkeit. Und wir haben Gesandte zu verschicken. Warum? Ihr habt einen Gesandten erhalten und könnt ihn zu einem Stadtstaat schicken. Um Bonus zu bekommen. Woher habe ich den Gesandten? Was ich meine, ich habe weder die Naturgeschichte fertig gemacht, noch die Verlagerungstaktiken fertig gemacht. Was habe ich gemacht, um den Gesandten zu kriegen? Das da oben ist auch nicht fertig. Hm. Das wären außerdem 2. So, wir sind souverän in diesen Staaten schon überall. Yes. So, wir brauchen so Sansibar. Sansibar bringt Geld, Jerusalem bringt Glauben. Banner Brunei bringt auch Geld. Was bringen denn die als Zusatzfähigkeit? Plus 1 Gold für eure Handelswege, die in die Stadt hinein oder hindurchführen. Ah, eure Handelsposten in fremden Städten bieten plus 1. Ja, okay. Noch mehr Gold. Was bringt Sansibar? Erhaltet Zimt- und Gewürznelken Luxusgüter. Diese können auf keinem anderen Weg im Spiel verdient werden und bieten. Oh. Und bieten was? Jeweils 6 Annehmlichkeiten. So, und da Jerusalem, was könntest du? Konvertiert automatisch zu
der von euch gegründeten Religion und übt für diese Religion Druck aus. Oh, das ist auch nicht schlecht. So, dann schauen wir mal. Okay, ich würde alle drei nehmen, sagen wir es mal so. Mit einer leichten Bevorzugung für Jerusalem und Sansibar. Da ist der höchste 4 drinnen. Sansibar. Hat der höchste 7. Okay, ich glaube, Sansibar ist gerade gestorben. Und Panda Brunei hat auch der höchste 7. Dann versuchen wir doch glatt Jerusalem zu übernehmen. So, wo könnten wir noch übernehmen? Das sind die einzigen drei, wo wir noch nicht souverän sind. Finde ich gut. Also versuchen wir als nächstes Jerusalem zu übernehmen. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt im heiligen Zentren, in heiligen Städten noch einmal Glauben dazu kriegen. Und das andere hätte uns in Handelsprovinzen Geld gebracht, also so gesehen wäre es auch nicht schlecht gewesen. Also Stufe 3 ist so oder so nicht schlecht, auch wenn wir nicht den Spezialbonus kriegen. Ein Handelszentrum gebaut. Okay. Wir haben uns gerade auf das Natur und der Zinni getroffen. Na, Nona. Der hat ja jetzt mit mir Dings eine Allianz. Das heißt, er sieht das, was ich sehe. Und Zinni ist, glaube ich, in meinem Reich, oder? Ist das das da oben? Nein, nicht Zinni. Wo ist Zinni dann? Ausgezeichnet. Du bleibst halt da stehen. Und du machst sowas. Ist das eigentlich Pergamon? Oh, du nimmst da eh das. Das heißt, eigentlich müsste es besser geworden sein, weil durch das Sägewerk müsste da jetzt mehr Holz, mehr Produktion entstanden sein, oder? So, wir könnten einen Apostel, aber in Wirklichkeit wollen wir hier ein Amphitheater bauen. Wollen wir hier noch ein zweites? Naja, nein. Irgendeiner wollte befördert werden. Du nicht. Du bist nur dahin. Und dann daher. Fällst mir das? Du bist das Lager schneller fertig und wir haben Platz für die Akropolis. Brustschütze. Plus 5 dafür. Jetzt flankst du oder flankierst du. Finde ich gut. Könntest du das bitte schneller bauen, die verbotene Stadt? Mhm. Ah, noch ein Industriegebiet vielleicht, Handelszentrum, was weiß ich. Noch ein Industriegebiet. Aber ein Handelszentrum. Und das Handelszentrum da bringt plus 1. Ist jetzt nicht allzu viel. Industriezentrum bringt aber auch nur plus 1, also so gesehen. Wir könnten es natürlich da oben rausbauen, aber es ist so noch nicht wirklich was produzieren. Also wo die Produktion so ein Chaos ist. Oder wir könnten einen Unterhaltungskomplex machen oder einen großen Leuchtturm. Großen Leuchtturm vielleicht.
Eigentlich wäre er nicht schlecht. Warte mal. Achso, das ist ein Dings. Das ist ein Vergnügungsviertel. Wo könnte man die Akropolis hinbauen? Nur daher. Nö, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist ein zu schönes Gebiet, als dass ich das durch ein Dings verunstalten möchte. Also doch Handelszentrum oder Industriegebiet. Ich mache Industriegebiet, was soll's. Hierher. Oder da oben. Da mache ich plus 1. Oder daher, da haben wir Salpeter, das können wir in einer Mine abbauen. Dann kriegen wir nochmal plus 1. Machen wir daher. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das plus 1 herkommt. Wahrscheinlich von dem Marmor hier. Und da unten kommt es wahrscheinlich von der heiligen Stätte. Ja klar, schieß mit Brambusschützen, hast recht. Toll. In allen naturgeschichtlichen Werken finden wir ständig Details über die wundersame Anpassung von Tieren an ihre Nahrung, ihre Gewohnheiten und die Orte, an denen sie zu finden sind. So, also wir können jetzt Archäologen bauen und wir sehen Altertumsstätten. Außerdem können wir die Eremitage bauen für 4 große Kunstwerkplätze und einen Zoo, der uns Annehmlichkeit bringt. Finde ich gut. Uns wird auf alle Stadtzentren im Umkreis von 6 Geländefeldern erweitert. Das heißt, wenn wir den Zoo bauen, haben wir in 6 Geländefeldern Umgebung auch was. Und zwar ist der Zoo in einem Unterhaltungsgebiet. So, Politik ändern. Wir haben gesagt, wir wollen. Na, das lassen wir, weil wir bauen gerade Wunder. Das ist super. Wir haben so viele Stadtstaaten als souverän mittlerweile. Und das bringt, dass wir noch mehr Stadtstaaten kriegen. Könnten tatsächlich eins von den beiden raushauen. Kulturwissenschaft oder Goldglauben? Goldglauben. Wir kaufen mit dem Zeug zwar ziemlich viel, aber ja, machen wir das mit den Handwerkern und kaufen ein paar Handwerker. Ist das? Neu ausgebildete Handwerker kriegen plus 2. So. Da haben wir plus 1 Annehmlichkeit durch Garnisonseinheiten. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas anderes brauchen. Oder gibt es einen Bonus für Lagerbezirke? Was da jetzt immer so Lagerbezirk mit dem Gebäude? Gute Frage. In einem Gebiet baue ich ein Lagerbezirk. Na, vergiss es. Annehmlichkeit ist gut. Annehmlichkeit ist gut. So. Brauche ich da überhaupt? Ja, da brauche ich das Lager, genau. Nur für dich werde ich das nicht aufdrehen. So, wir haben eine neue Quelle für Altertumsstätten entdeckt. Haben wir das? Da, okay. So, wenn man mit all diesen Wundern. Bist du wahnsinnig? Wir bauen praktisch überall Wunder oder Bezirke. Fertig sind, bauen wir mal den ersten Archäologen dann. Der soll sich dann drum kümmern. Es geht uns offensichtlich zu gut. Ja, wir bauen wirklich nur Wunder und Bezirke. Bist du irre? Na gut.
Städten. Vielleicht eine Straße bauen zwischen Pergamon und Faserlos. Überhaupt Faserlos und Pergamon sollten irgendwie ans Straßennetz angebunden werden. Guru, du machst nix. Du gehst da hinten. Nein. Du gehst in die Richtung. Gesandten wegen der Naturgeschichte. Gut, dann jetzt Bauwesen, oder? Ja, Bauwesen. Bauwesen oder Nationalismus. Keine nur die zwei, oder? Ah, Naturschutz können wir auch schon. Nicht. Wir müssen wahrscheinlich hier alles mehr oder weniger machen oder so gesehen. Gut, das haben wir gesagt, Jerusalem wäre schön, Sansibar wäre auch schön, wir haben zwei zur Verfügung. So, Jerusalem, da sind wir auf drei und eins hinterm Anführenden. Sansibar, da sind wir weit hinterm Anführenden. Ja, ist okay. Das macht durch den Ratsch noch einmal einen Haufen Punkte und Kohle und Zeug. Und Jerusalem ist zarathustrisch. Finde ich gut. Und wir haben gleich eine Quest für sie geschafft, weil sie ja unseren Glauben haben wollten. Ah, finde ich cool. Finde ich cool. Da haben wir gleich einen Vorteil. Mhm. Was jetzt noch schaffen würden, mit Jerewan zu handeln. Und den auch langsam aber sicher zu bekehren. Ich glaube, Jerewan wollte auch bekehrt werden, ja. Naja, gut. Ja, machen wir noch eine Runde. Und dann machen wir Schluss. So, den ganzen Glauben und das Geld sollten wir vielleicht anlegen in Gebäude. Die wir nicht kaufen, die wir nicht bauen wollen, weil sie uns zu lange dauern. Es ist eh klar, dass wir die ganze Zeit solche Sachen wie Bezirke bauen, weil Gebäude und Personen kann man sich auch kaufen. Nach einer Verlagerung des Gesandten seid ihr nicht mehr souverän der Stadtstadt zu Raum. Dort finde ich nicht richtig. Toronto. Ist das einer von denen? Ich glaube, der ist das, gell? Gott, mal verraten wir mal. Ah, unser Spion. Ich habe mich gerade gewundert, was hat sich da jetzt gemeldet? Gut, was könnten wir machen? Großes Werk überfallen. Okay.
Partisanen rekrutieren. Das klingt ja lustig. Mittel abschöpfen. Da geht aber gar nichts gescheit. Haben wir Quellenbeschaffung schon gemacht? Ich weiß es nicht. So, das mal daher. Zurück. Oh, macht nichts. Wir müssen nur verhindern, dass Mykene sich konvertieren lässt. So, wir haben, wie schon gesagt, Geld und Glauben. Wir könnten in Pergamon zum Beispiel mit Glauben eines von den beiden Museen kaufen. Das geht sich genau aus. Kunstmuseum? Oder archäologisch? Gute Frage. Vielleicht überlegen wir uns das noch mit dem Museum bauen, weil wir haben eh schon eines. Wir werden auf jeden Fall irgendwo einen Typen bauen. Da oben vielleicht. Argos, kaufen wir uns mal einen Handwerker. Schon mal ganz wichtig. Bevor Bauwesen fertig ist. Vielleicht kommen wir uns noch einen zweiten nach Knossos. Gut. Wir könnten auch den Kornspeicher kaufen damit. Du kannst ja alles kaufen damit fast. Die Stadt darf auf keinen Fall verlieren. Ob wir die noch kaufen? Ja, mittelalterliche Mauern sind jetzt nicht so wichtig. Moment. Den Spartes ist jetzt auch nicht so der Heuler. Ah, Naturschutz ist vielleicht gar nicht immer so schlecht. Dadurch produzieren wir durch die Stadtmauern auch Tourismus. Was machst du? Was willst du noch bauen? Okay, also du hast die Option mit den Museen. Ah, man kann das anklicken. 2 plus 9. Kaufen. Die Waffenkammer könntest du damit kaufen. Schau dir was an. Es gab eine Waffenkammer. Das ist zwei Produktionen.
gilt die Produktion generell für alles und nur für Truppen, die wir bauen. Wir haben jetzt 26,4. Und das kaufen. 28,6. Schau was an, das bringt generell zwei Produktionen. Das heißt, nicht nur Industriedinger bringen generelle Produktion, sondern auch diese Dinger. Finde ich gut. Okay, nächste Runde. Achso, ja, wir wollten jetzt ausmachen. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und auf ein schönes. Bis dann.